Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Phasmophobia. Wir sind heute im Farmhaus unterwegs und eventuell hat Susi da was beobachtet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ist euch mal aufgefallen, wir haben noch nicht ein einziges Mal den Geist beim Namen genannt. Nö, es ist ja nie nötig. wir kriegen es ja auch aber so für hin. Den Fall, sie heißt Nancy Pommes. Patricia Pommes. Ja, Räucherstäbchen, EMF, Kruzifix. Aber die geht nur auf Singles anscheinend. Elitepartner.com. Wer hat gerade an der Tür gezogen? Der Geist? Wir haben hier oben dreckiges Wasser. Da muss da oben auch irgendwo der Geist. Muss mal jemand mit dem Thermometer oben gucken kommen. Ich hab bloß EMF. Bin auf dem EMF 2? Ja. Also Wasser war hier, glaube ich. EMF3 hier hinten im Bad. Schreib in das Buch. So, und wir wissen niemals auf dem Dachboden verstecken, ja? Wie alt bist du? Wie alt bist du? So, ich hole mal wieder UV und ich pack schon mal eine Kamera oben hin, also Fotoapparat fürs Wasser und so. Nee, ich bring mal lieber ein Kruzifix mit, weil das müssen wir machen. Ja, hat Ghostbox. Ghostbox. Ich glaube, hier geht die Sanity gerade ein bisschen schneller runter. Gehört, dass er was gesagt hat. Ja, ich auch. Aber ich bin interessiert, weil da nichts stand. Vielleicht hat er undeutlich gesprochen und das Gerät hat es nicht erkannt. Also ich hab das Wort auch ehrlicherweise nicht verstanden, was der erzählt hat. Close? Da stand Close? Wir hatten echt? EMF5, ne? Nee, 3 hatte ich Maximum oben. Ja, okay. Also wir haben nur Box bis jetzt. Ja.
schreib in das Buch. Schreib ins Buch. Oh nein, bist du festgebackt? Nee, ich bin nicht festgebackt, aber die Map sieht hier ein wenig zerfetzt aus. Oh, ja, ich hab's auch gesehen. Das war das Jenseits, was wir gesehen haben. Maestro, schreiben Sie ins Buch. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Zeige dich. Bitte. Ruf mal an. Weiß nicht, reagieren die eigentlich, wenn man sagt, mach das Licht an oder so? Eigentlich ja. Mach das Licht aus. Also ich habe ein Kruzifix oben in den Türrahmen gelegt. Hier, das Licht ist aus, gell? Süß hell. Ich habe Fragen. Warum ist hier oben im Schlafzimmer eine Axt auf dem Nacht... Naja... Selbstverteidigung. Falls der Mann mal wieder besoffen nach Hause kommt. Ja, vielleicht ist ja auch, nee, wenn dann andersrum, vielleicht war ja Nancy die, die immer getrunken hat und der Mann hatte die Axt da liegen, deswegen ist Nancy jetzt tot und geistert hier rum. Ja, so, das ist Mo. Aktivität immer noch auf Null. Holy shit, hier war gerade so Kinderlachen. Also Kinderlachen macht's jetzt ein bisschen spooky, muss ich sagen. Deine Sanity ist auch auf 20 runter. Also das geht mega schnell. Hier. Oh, ist ja echt schön. Ja, das ist schön. Ah, jetzt geht's mit dem Bier. Ich hab den hier mitgebracht. Vielen Dank. Also anhand der Sanity würde ich sogar schon sagen, dass es ein Jurai ist. Spielt er gerade rum? Hatten Jurai... Orbs, Buch und Gefrier. Aber wir hatten ja die Geisterbox. Richtig. Fingerabdrücke hatten wir keine, oder? Ich habe zumindest keine gefunden. Kann der Geist mal gefälligst das Licht auslassen? Der macht das immer wieder an und aus. Also mit einer Box kannst du überhaupt noch Spirit, Gespenst, Poltergeist. Es könnte vielleicht auch ein Poltergeist sein, weil die Zahncreme liegt da auf dem Boden in dem Bad. Djinn, Mare, Dämon, Oni. Okay, es kann halt noch sehr viel sein. Gut, aber wir müssen ja noch mal, wir müssen ja irgendwie Beweise finden. Ja. Es
So, jetzt ist mal eine Runde, wo es nicht so Speedrun-mäßig ist und man ist direkt. Ja, sowas soll ich machen. Ja, wirklich. Die war ganz schön lange unterwegs. Das ist doch von Michael Jackson. Ah. Gerade hier so von rechts so nach links. Oh, ich hatte zwischendurch schon gedacht, die kommt zu mir runter. Also die hat ja gar nicht mehr aufgehört zu trampeln. Was? Aber Kruzifix ist erledigt. So die Schwester von Michael Jackson. Ja, weil wenn die steht, dann hat die so, so lange schwarze Haare und so einen Anzug an. Und das eine Mal hat die vor der Kamera so rumgewackelt. Ja. Und hat die tanzt. Durch die langen schwarzen Haare und den Anzug sah sie aus wie die Schwester. So, schön, dass jetzt alle Zusatzaufgaben erledigt haben, aber immer noch nicht, was das für ein... Wir haben immer noch nur Box, ne? Ist bestimmt verbuggt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich gehe nochmal rein. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall noch ein Kruzifix dabei und ein Fotoapparat. Also ich schaue nochmal mit dem Schwarzlicht. Ich habe ein Salz. Wenn wir in der Gruppe sind, dürfte sie ja eigentlich nicht angreifen. Weil sie geht nur auf Leute, die alleine sind. Schreib in das Buch. Fingerabdrücke. Warte, wo? Ich mache ein Foto. Am Fenster. Hier, da sieht man. Ja, ich guck mal, ob es gezählt hat. Ja, hier ist dreckiges Wasser. Das habe ich schon. Ja, Fingerabdrücke hat auch gezählt. Temperaturen. Kommt schnell, schnell, schnell.
Ja. Tja. Jetzt nochmal. Geh ich nochmal kurz raus. Nochmal ins Buch gucken. Oh! Buch! Hier hat aber jemand intelligent sein können. Wer hat denn da so intelligent das Salz verteilt? Ich? So, wer war denn da noch das Buch? Spirit Dämon Oni schon wieder. Nur Spirit, was haben wir denn noch? Wir haben Fingerabdrücke. Ach stimmt, die habe ich ganz vergessen. Sorry. Oh, cool. Ja, das war jetzt ein slower Speedrun, aber wir haben es geschafft. Ja, wenigstens sind wir alle noch am Leben. Ja. So sieht's aus. Dann können wir los. Alle eingetragen? Hi. Welcome back. I prepared some jobs for you.